Hey und herzlich willkommen zurück zu Digimon Stories Cyber Sleuth Hackers Memory. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im letzten Part haben wir ja die Entführung von Chitose verhindert. Wir haben es herausgefunden, wer es war. Es war einfach mal eiskalt Nokia. Und es war auf jeden Fall ziemlich lustig gestaltet, aber ja, ich habe mir da irgendwie ein bisschen mehr erwartet irgendwie. Ich war schon leicht frustriert, sagen wir es einfach mal so, dass es nur Nokia war. Aber es war dementsprechend auch eine coole Mission. Kann man nichts machen dagegen, aber gut, ich hätte mir da irgendwie was Ernsteres lieber gewünscht, aber ist okay, Freund, ist okay. Ryuji ist auf jeden Fall jetzt auf dem Weg auf den Unter-Null-Server nach Valhalla und da sollen wir jetzt auch hingehen und ihn aufhalten, beziehungsweise ihn unterstützen. Wie genau, werden wir jetzt alles herausfinden und dazu sollten wir erstmal in den Eden-Server reingehen und uns das Ganze natürlich angucken, weil wir haben eine URL bekommen zu dem Valhalla-Server und zu Unter-Colon 4 hatten wir schon freigeschaltet, glaube ich, genau. Das haben wir jetzt hier. Da können wir jetzt hingehen, zum Beispiel zum Trainieren und so Zeugs und ja, aber das interessiert uns jetzt ehrlich gesagt nicht. Da ist der Valhalla-Server. Uiuiui, da stehen schon welche. Das ist also der Valhalla-Server. Aber anscheinend komme ich viel zu spät. Andere Hacker sind schon bei der Arbeit. Ich muss die Tose und Ryuji schleunigst finden. Ja, das ist unsere Aufgabe, Freunde. Kurz und knapp in einem Satz gesagt. Digimon zeige ich euch auch nochmal, was ich gerade alles dabei habe. Also wir haben auf jeden Fall Metal Seedramon, Slaydramon und Angewurmon dabei. Ich denke mal, dass ich Angewurmon jetzt mal wieder ein bisschen ersetze durch Chose Check. Und dass wir jetzt, ja, wir haben jetzt, den Zeitomaru würde ich auch ganz gerne einsetzen, aber der ist halt ein Ultra-Level. Und auch noch ziemlich schwach, was halt das Level betrifft, Level 51. Der Schwabe ist ein Champion-Level, mag man kaum glauben, aber ja, das zählt als Champion-Level hier. Das heißt, er ist sowieso ein bisschen schwächer unterwegs. Und die anderen drei, die kann ich sowieso nicht benutzen. Also könnte ich schon benutzen, aber die sind einfach zu schwach. Also die sind viel zu schwach. Das sind ja Rookie- und Champion-Level, also da brauche ich jetzt gar nicht anfangen damit. Deswegen machen wir jetzt erstmal so weiter. Ich sehe schon, dass wir da wieder so eine kleine Wand bekommen wieder. Oh Mann, ey, das macht mich wieder direkt glücklich. Gut, versuchen wir die mal zu besiegen hier. Aber das kriegen wir hin, Freunde. Wir haben, ich glaube, ich habe noch gegen keine Wand verloren und es wird auch nicht passieren, dass ich gegen eine Wand verliere, Freunde. Außer vielleicht gegen diese hier, aber auch das glaube ich natürlich nicht. So, gucken wir mal. Also, das hat schon mal richtig reingesessen hier. Oh, Löschprogramm ein. Lululu. Da habe ich jetzt aber Angst, Freunde. Da habe ich jetzt aber Angst. Ich mache jetzt einfach mal Optionstaste an, weil kann ich sowieso nicht viel machen, außer die Wand angreifen. Von daher kann man das ruhig einstellen. So, dann brauche ich nicht die ganze Zeit drücke. Und es geht immer alles schnell voran. Haus da raus, haus da raus, haus da raus. Also mir wird auch des Öfteren jetzt mittlerweile immer gesagt, dass ich jetzt bald immer mehr Speicher kriege. Ich hoffe mal, dass wir jetzt in dem ein bisschen wieder was kriegen, weil dann, wenn ja, könnte ich zum Beispiel den Chose Check schon digitieren, Freunde. Also es ist scheinbar schon möglich. Was Metal Seedramon angeht, das wird leider noch ein bisschen dauern, weil der erstmal 120 Fähigkeitspunkte braucht. Plus Level 99, das ist schon wirklich ordentlich. Und den Zeppmann, den müsste ich eigentlich auch mal bald anfangen runter zu digitieren wieder. Weil ich habe schon privat nachgeguckt, mit dem Level, was er jetzt hat, 61, 62, da würde er, wenn ich zurückdigitiere, auf 85 Fähigkeitspunkte, oh mein Gott, auf 85 Fähigkeitspunkte kommen. Das ist natürlich noch zu wenig. Ich brauche insgesamt 100, um ja am Schluss auch Paladin-Mode kriegen zu können, ohne Probleme. Deswegen muss ich noch ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, ich werde bis Level 70 trainieren. Und dann werde ich mal anfangen, ihn wieder runter zu digitieren. Auch wenn ich irgendwie so ein bisschen Slaydramon hier vermissen werde. Weil es schon ein geiles Digimon ist. Es ist also schon ein geiles Digimon. Aber das heißt dann natürlich nicht, dass ich nicht nochmal ein Slaydramon machen kann. Und das vielleicht jemand anderem zuweisen könnte. Aber das dann auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Okay, Moment mal. Das wäre totale Verschwendung, wenn ich das jetzt mache. So, machen wir das. Ganz genau. Der ist ja Level abgekommen. Das passt. Und hier hauen wir nochmal so ein paar SP-Kapseln raus. Zack, zack. Und zack, das sollte reichen. So, und jetzt machen wir weiter. Da haben wir gleich den Roboter, den werden wir gleich mal hier heilen. Was wir auch gleich noch aktivieren können, ist natürlich hier wieder schön reduziert die Begegnungen. So viele brauchen wir nämlich gar nicht. Und ich sehe gerade schon, dass wir hier einen haben, den wir gleich mal brauchen. Moment, Bewegungstempo noch erhöhen. Ich sehe hier diesen Ushida irgendwas. Wie heißt er nochmal? Victory Ushida, genau. Den müsst ihr immer ansprechen. Den gibt es ab Kapitel 4, glaube ich. Ab Kapitel 4 oder 5. Ich glaube 5. Oder 4 oder 5, ist ja auch egal. Gibt es den in jedem Kapitel einmal. Und der ist manchmal wirklich schwer zu finden. Und den muss man eben ansprechen, weil der gibt euch diese Medaillen. Und falls ihr vorhabt,
ja, Platin zu kriegen, ja, müsst ihr den auf jeden Fall ansprechen, weil der euch Medaillen gibt, die ihr nur von dem bekommen könnt. Deswegen, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. So, dann machen wir den hier wieder mal funktionstüchtig. Mann, ich hasse das manchmal hier, dieses Zeugs hier suchen. So. Finde ich schade, dass wenn ich nicht Viereck drücke, dass der einfach automatisch mir gleich den Hack zeigt. Normal löschen uns Menschen einfach, wenn wir kaputt sind. Aber du bist wohl anders. Hier, das ist mein Dankeschön. Gaiomon-Medaille. Chrom-Digital. Ach komm, behalt den Scheiß doch. Du hättest mir einfach 20 Speicher abgeben können. Damit hättest du mich mega glücklich gemacht. Aber nein, es wird mir gar nichts geschenkt. Okay, das war falsch. Wir müssen aber doch in die andere Richtung. Scheiße, jetzt kommen auch noch Digimon. Ja, moin, Alter. Was ist das? Panzermon, oder was? Ah, okay, Tankmon, ja. Kann man durchgehen lassen, glaube ich, oder? Tankmon, Panzermon, komm schon, das ist alles dasselbe, Freunde. Es ist gewaltig. Ein gewaltiges Mon-Digimon. So, eins haben wir schon mal platt gemacht. Also ich werde auch nicht gegen alle Digimon kämpfen. Aber das sah schon mal gut aus. Also ich muss echt sagen, Metal Seedramon gehört auf jeden Fall mit zu meinen besten Digimon. Allein diese Energieflussattacke, die ist so heftig. Aber ist auch klar, Metal Seedramon ist ja mein Starter-Digimon gewesen. Von daher kann ich das nur ganz verstehen, dass es auf jeden Fall so ordentlich reinbumst. So, was haben wir hier? Wow, Fluchttor. Da unten haben wir noch ein Item gehabt, da müssen wir aber einmal komplett außen rumlatschen. So, Seedramon-Medaille. Schon lustig irgendwie, ich rede von Metal Seedramon und kriege eine Seedramon-Medaille. Kann man mal machen. So, da haben wir Triceramon und... Ne, ist nicht Monochromon ist das. Triceramon steht ja auf zwei Beinen. Und Greymon. Komm, da hauen wir dich doch an hier. Zack. Komm, One-Hit. Ja, Mann, nice, geht doch. Sowas liebe ich. Ich habe mir auch schon sagen lassen, mein Matadormon hier, also mein Chose-Check, der wird heftig. Der wird heftig. Also dem seine Digitation soll mit einer der krassesten hier sein im Spiel. Habe ich mir sagen lassen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, Freunde. Ich lese nur die Kommentare immer. Und da wird mir halt schon so das ein oder andere Sachen reingeschrieben. Und wenn da einer meint, das ist eins der krassesten Digimon, ja moin, dann denke ich mir auch so, ja, das könnte cool werden. Heiß, zu heiß. Gib mir einen Kampf, damit ich etwas von dieser Hitze ablassen kann. Naja, ich habe keine Angst mehr vor euch. Cubimon und Birdramon. Uiuiuiui. Da kriege ich ja richtig ein feuchtes Höschen. Göttlicher Drachenschlag. Oh, dein Digimon ist aber ganz schön schnell weg gewesen. Kannst gleich zu Tauboga wieder gehen. So, und jetzt gibt es nochmal ein paar heiße Tritte von Martadormon und einen Energiefluss von Metal Seedramon. Bei Martadormon muss ich immer so irgendwie in so ein spanisches Digimon denken. So Matador. ich weiß nicht, ist ganz krank irgendwie. Matadormon ist so ein richtiges spanisches Digimon, ey. So in die Richtung irgendwo. So, nochmal Kapseln. Ich hoffe die ganze Zeit hier auf Speicher, aber natürlich wieder nichts. Die gönnen mir gerade absolut gar nichts, aber okay. Hallo, wie geht's? Boah, ich bin voll in Schwung. Ich nehme es mit jedem auf. Oh, Blumeramon. Da bekomme ich aber direkt Angst. Lern meine Klinge schmecken. Ich weiß, war lecker, gell? Oh Mann, ey. Ich schnitzel mich hier voll easy durch, Mann, ey. Oh, hallo. Eine Frau, die idiotische, grelle Kleidung trug, hat mich geschlagen. Sie hat gekichert wie ein Kind. Grelle Kleidung, das kann ja nur diese Rie sein. Und mein Freund wurde von ihm echt mächtigen... Was? Und mein Freund wurde von ihrem mächtigen Komplizen besiegt. Gehörst du zu denen? Bleib mir vom Leib. Oh, der hat aber Angst. Der heult jetzt gerade. Egal, wir checken die Lage da jetzt einfach mal. Wir werden es schaffen, Freunde. Davor aber einmal abspeichern. Du? Was hast du hier zu suchen? Ich habe dir verboten zu kommen. Erika hat dich geschickt, sagst du? Aber Moment mal, hattest du mir nicht versprochen, bei Erika zu bleiben? Ich muss das Beste für Udi tun. Die Wünsche einer Dame gehen vor. Ich bin dir nicht so verpflichtet, Chitose. Wie war das? Du spielst den Helden, was? Tja, egal, was auch der Grund war. Du hast das Richtige getan. Danke. Oh, schau nur. Safe ist auch hier. Willst du mitkommen? Vor uns liegen jede Menge Fallen und wir können deine Hilfe gut gebrauchen. Jeder Freund von Chitose ist auch mein Freund. Ich bin mega zuversichtlich. Wir können es als Erste nach unter Null schaffen. Das wird ein perfektes Training für die Rebels.
Diese goldene Wunderdings hat einen Haufen junger Leute in einem genialen Training mit einem Haufen starken Hacker unterzogen. Stimmt, die haben ein brutales, bestialisches, barbarisches Training unterlaufen. Aber ich habe nichts als meine große Klappe. Niemand bei den Rebels hört wirklich auf mich. Hugo und Faye machen sich lustig über mich. Sogar meine Freunde sagen, ich mache mir was vor. Aber ich verstehe, wieso sie das denken. Immerhin habe ich mich noch nicht bewiesen. Ich muss den Leuten zeigen, was ich kann, wenn ich als echte Anführerin anerkannt werden will. Lass dich davon nicht ärgern, Nokia. Wir stehen hinter dir. Das kannst du laut sagen. Wir werden alle zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ach, Jungs. Komisch. Erikas Wormen und jetzt die Typen, als wären Digimon ganz normale Freunde. Oder vielleicht waren Digimon schon immer so und wir haben es nur nicht verstanden. Okay, jetzt geht's mir gut. Ihr habt alle mit mir Kraft gegeben und jetzt bin ich bereit für den Endspurt. Wir müssen unter Null als Erster erreichen und die Flagge der Rebels über die Cyberwelt wehen lassen. Wen haben wir denn da? Hugo und Faye und dazu noch Arata, der Irre. Hey, lass uns nicht zurück, Akino! Ihr seid Freunde von Sanada? Wie? Die Welt ist ein Dorf. Verdammt, dafür haben wir keine Zeit. Sie gehen ohne uns. Ihnen nach. Erika. Wormon. So erschöpft. Will nach Eden. Ich darf jetzt nicht schlafen. Okay, ich kümmere mich darum. Schon vergessen? Ich habe so viel gelernt, damit ich für dich einspringen kann. Los, sag schon, ich werde für dich spionieren. Wormon. Ermittel gegen Kishibe. Suche nach allem. Okay, Freunde. Ja, das, was Erika jetzt wahrscheinlich hier wieder vorhat, ist absolut scheiße. Aber gut, wir haben jetzt wenigstens Chitose, unser kleines blondes Löckchen wieder mit dabei. Das ist gut zu wissen. Jetzt muss ich aber erstmal kurz was gucken. Was wollte ich denn gerade gucken? Irgendwas wollte ich gerade gucken. Ja, lassen wir das mal. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein, nicht, dass ich jetzt irgendeine Scheiße mache. Offenbar haben es ein paar Leute nach unter Null geschafft. Wenn ich mich nicht beeile, verpasse ich das Ereignis des Jahrhunderts. Oh Gott, ey, Freunde. Ich glaube, heute erwartet uns was richtig, richtig Heftiges. Wir müssen jetzt erstmal wieder diese Dings hier holen. Aber davor hole ich mir erst die ganzen Items. Wir dürfen nichts verpassen, Freunde. Wir dürfen absolut nichts verpassen. Oh mein Gott, Black wäre Garurumon und Leomon. Uiuiui. Das ist nice. Das finde ich sexy. Erstmal Black wäre Garurumon wegklatschen. Boah, da bekomme ich echt schon wieder voll Lust auf diese ganzen Black Digimon, Black Wargreymon, Black Metal Garurumon und so weiter und so fort. Ja, das wäre schon ganz sexy, oder? So. Naja, das wäre schon ganz sexy. Oh Mann, so, was haben wir denn da jetzt für ein Item drin? Komm, gib mir Speicher ab. Wow, Wiederbelebungskapseln, die ich noch nicht einmal gebraucht habe in diesem Spiel. Wow, hört ihr diese Begeisterung? Wow, so, das brauchen wir auch, das müssen wir nämlich jetzt, wo war das hier, kopieren, genau, kopieren müssen wir das. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das auf diese Seite bringen müssen oder ob wir das auf die andere Seite bringen müssen. Weil es kann sein, dass das so ein kleines Hin- und Herlaufen ist. Aber jetzt flüchte ich mal. Oh, diese Hokuspokus im Salabums und ich bin weg. So, gucken wir mal. Kann auch sein, dass wir da das andere erst hinbringen müssen. Ich glaube, das war falsch, oder? Wir testen es einfach mal. Mehr wie testen kann ich sowieso nicht, Freunde. So, da haben wir noch ein Item auf der anderen Seite auch noch. Wow, TP-Spray. Cool. Dankeschön. Was haben wir hier? Oh mein Gott! Mega Kaputerimon, Biene Meyers Mutter und mein Backofen. Yo! Okay. Ja, okay. Wegen Mega Kaputerimon muss ich mir jetzt nicht wirklich Sorgen machen. Das ist klar, ist ein Ultra-Level-Digimon, aber... Ja, moin, man kennt es halt so aus der Serie, deswegen denkt man sich so, ja moin, cooles Digimon und so. Aber ja, das kriegen wir natürlich kaputt, Freunde. Wir haben jetzt die beiden hier auch ge-one-hitted, von daher one-hitte ich das jetzt auch. Energiefloss!
Sehr schön. Hat erstmal einen fetten Beam in sein Gesicht bekommen. Ich hasse solche Insekten. Ich mag die nicht. Aber Mega Capoteramon ist sexy. Das ist echt cool. So ein geiler Hirschkäfer. So, Farmarbeitungs-Plugin. Cool. So, mit dem hier können wir nämlich jetzt den Code scannen und dann wissen wir auch, in welche Reihenfolge wir machen. Das müssen wir, klar, man kann das auch ein bisschen raten. Aber gut, probieren wir es einfach mal. Vorne Musterrot, hinten Musterrot-Blau. Nochmal, vorne Musterrot, hinten Musterrot-Blau. Okay, das verstehe ich jetzt. Obwohl, doch, ich verstehe es nicht. Scheiße. Warte mal, vorne Musterrot, hinten Musterrot-Blau. Also vorne müssen die zwei roten sein, so wenn ich das recht verstanden habe. Und hinten muss, links muss dann rot und rechts blau sein. Aber das ist doch gar nicht möglich. Das ist doch gar nicht möglich. Ich kann doch diese... Ich kann das doch gar nicht wegmachen. Warte mal, Freischaltcode. Vorne musste rot. Vorne musste rot. Und hinten rot-blau. Rot-blau ergibt ja lila. Das ist ja lila da hinten. Das passt ja. Also eigentlich, wenn man es jetzt so sieht, dann müssten ja vorne zwei rote sein. Und hier das lila, ne? Aber das kann ja nicht stimmen. Scheiße, Alter. Das ist jetzt wieder so ein Rätsel, du. Wir gucken einfach mal, was passiert, Freunde. Ich teste jetzt einfach mal ein bisschen rum. Mehr wie testen können wir natürlich jetzt auch nicht. Ah, blödes Rätsel, du. Vorne rot, hinten rot-blau. Vorne rot, hinten rot-blau. Es ist halt so, wenn ich mir das tausendmal selber sage, irgendwann check ich es dann auch selber. Was passiert, wenn ich jetzt diesen kopiere hier? Dann haben wir jetzt da den lilanen, aber wenn ich den jetzt hier reinfüge, dann kann das ja nicht stimmen. Das wäre jetzt so einfach. Jetzt lustig, wenn das stimmt. Und, stimmt's? Was? Wollt ihr mich verarschen, das stimmt? Okay, ja gut, also ich will mich jetzt nicht beschweren oder so, aber da hinten haben wir noch ein Item. Hä? Egal. Wow! Speicher! Wuhu! Yay! Direkt aktivieren. Das macht mich wieder glücklich. Auch wenn ich dezent verwirrt bin gerade, warum jetzt vorne rot und hinten rot-blau steht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Weil das ist für mich jetzt nirgends vorne rot und hinten rot-blau. Aber mir soll es recht sein, Freunde. Mir soll es echt recht sein. So, ja, was haben wir denn hier? So, ist das schon Platin-Zuckermann? Tatsächlich, das ist schon Platin-Zuckermann. Okay. Ja, komm, machen wir es doch einfach platt. Warum nicht? Gibt wenigstens vielleicht ein bisschen EXP. Ich weiß, der hat ja wenigstens den Effekt, dass man mehr XP bekommt, wenn man mit ihm kämpft. Aber vielleicht gibt er auch ein bisschen mehr XP, wenn man ihn besiegt. Und? Ja! 19.000? Kann man mal machen. Alter! 19.000? Ich muss mal kurz gucken, ob meine Digimon überhaupt noch Dings haben hier. Da ist der Taktiker und da sind die zwei. Okay, passt alles. Jetzt werde ich meine verborgene Kraft entfesseln. Gib alles, wenn du dich mit mir anlegst. Ja, ich habe absolut keine Angst vor dir. Okay, wir haben einen Hoppelhase in Jeans, einen mechanischen Drachen und einen kleinen Spielzeug-Tank. Ja, das sind meine Bezeichnungen. Erstmal auf den Hoppelhase mit Jeans. Den hauen wir jetzt erstmal weg hier. So sieht es nämlich aus, Freunde. Kein Hoppelhase dieser Welt kann gegen mich ankommen. So, erschütten, erstampfen, balalalala. Was? Das hast du überlebt? Krasses Digimon, ey. Du bist ein krasses Digimon. Aber dich hauen wir weg mit dem Energiefluss. Als ob der irgendwie ausgerutscht wäre oder so, keine Ahnung. Hyperkanone, guckt euch das mal an. So eine kleine Kugel kommt da raus. Als ob das mein Digimon irgendwie jucken würde. Also Ankylomon, du hättest auch ruhig angreifen dürfen, gell? Dann hätten wir uns diese Aura-Attacke von dir sparen können, weil wir sind 4 gegen 1. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieses Digimon gegen uns so gewinnen könnte. Zumal wir hier Mega-Level-Digimon auf dem Feld haben und Ultra. Also beim nächsten Mal machst du gerne auch einen Angriff. Also wir kriegen richtig viel XP hier. Das ist ja richtig gut, ey. Ich glaube, das ist so der nächste Server, wo ich so ein bisschen offscreen leveln werde.
Ein riesiges monströses Ding hat Gamma bei unter Null in Handumdrehen dezimiert. Ich glaube, ich weiß jetzt, was es war. Es muss ein Digimon gewesen sein. Zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht über sie Bescheid. Okay. Aber obwohl, das kann auch ein Server sein, der verschwindet, wenn wir die Mission hier abgeschlossen haben. Ah, das wäre kacke. Reden ist Zeitverschwendung. Wenn du kämpfen willst, dann lass uns mal loslegen. Ja, Freunde, wir werden heute ordentlich gezwungen zum Kämpfen. Da haben wir einen Andromon und einen Gargomon. Ja, machen wir jetzt erstmal hier göttlicher Drachenschlag. Diese Gargomons, die können absolut nichts gegen mich machen, Mann. Ey, die kriegen immer voll auf die Fresse und haut's sofort weg. Und Andromon, hier. Ich finde ja dieses High Andromon, also seine... wenn ich mich jetzt... Ist das Mega oder ist das Ultra? Ist ja egal. Das ist schwarze Andromon. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Das gefällt mir so optisch. Das ist jetzt eher meh. Aber gut. Aber gut, Freunde. Es wird einen Dominanzkampf geben. Nimm 3 Mitstreiter mit. Okay, Dominanzkampf ist, kann immer kritisch sein. Weil es könnte jetzt auch sein, dass wir die erste richtige Bedingung bekommen. Wie zum Beispiel, mach das in 10 Runden fertig oder in einer bestimmten Zeit oder sowas. Weil sowas soll auch noch kommen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt hier kommen wird. Aber wir passen einfach mal auf. Was? Nokia, anscheinend können wir nicht weiter. Was? Warum das denn? Ich weiß nicht. Jemand hält uns davon ab. Aber da kommen wir nicht zu unter Null. Wer auch immer du bist, lass uns vorbei, du Feigling. Wen nennst du hier einen Feigling? Ha, Saxon? Ihr müsst die Amateure sein, die Yugo erwähnt hatte. Ich darf euch nicht weiterlassen. Der Ruhm, unter Null zu erobern, wird Saxon gehören. Gebt auf und geht heim. Niemals. Wir nehmen es mit allen auf, was sich uns in den Weg stellt. Wir werden unter Null als Erster einnehmen und den Hacker zu verstehen gibt... Was? Und den... Nochmal. Wir werden unter Null das als Erster einnehmen und den Hackern zu verstehen geben, dass Digimon nicht nur Werkzeuge sind. Ich habe euch gewarnt. Yugo hat mir aufgetragen, keine Gnade zu zeigen, wenn jemand versucht, uns aufzuhalten. Ihr solltet wissen, dass wir den Weg blockiert haben. Selbst wenn ihr uns in einem Digimon-Kampf besiegt, funktioniert das Netzwerk nicht wieder. Wenn du eine echte Hackerin bist, hacke es doch, um es unter deine Kontrolle zu bringen. Es hacken? Was meinst du denn damit? Tja, Saxon scheint sich Nokia in den Weg gestellt zu haben. Sie haben die Netzwerkbefugnisse gestohlen und den Bereich abgeriegelt. Manchmal ist ein großes Team doch von Vorteil. Wenn das so weitergeht, kommt niemand an ihnen vorbei und Yugo wird als Sieger hervorgehen. Safe, wir haben keine andere Wahl. Übernehmen wir die Kontrolle über den Bereich. Komm schon, Walk Raymond mit Takarumon. Jawohl. Ja. Safe, geh voran. Okay, Freunde, es gibt mal wieder einen Dominanzkampf. Siegesbedingungen 35 Punkte. Okay, es gibt keine richtige Vorgabe. Also sowas wie mit schaffe dies und das in ein paar Sekunden oder so. Oder ein paar Schritten oder so. Ist gut, finde ich auch besser so. Ich mag das nämlich nicht so, wenn ich da so irgendwie unter Druck stehe. Ich finde sowas immer voll ekelhaft. Aber gut, Freunde, ich bin guter Dinge. So, erstmal hier vorangehen. Ich sehe aber schon, glaube ich, dass er da oben an die 10 Punkte schneller rankommt wie ich. Das wäre ziemlich belastend. Aber gut, das werden wir gleich herausfinden, ob das der Fall sein wird oder nicht. So, jetzt sind die wieder dran. Also, man kann hier auch mit wenig kämpfen. Kann man hier viele Punkte erreichen, Freunde. Man muss halt nur ein bisschen logisch nachdenken. Jetzt muss ich gerade gucken, weil wir können nachher mit ihr... Wir brauchen 2 Runden, um da hochzukommen. Weil man kann, glaube ich, nicht eine Etage vor und eine Etage hochgehen. Das geht, glaube ich, nicht. Sprich, wir brauchen für diesen Weg hier mit ihr 2 Runden. Und er braucht wahrscheinlich nur eine Runde, wenn ich mich jetzt nicht recht... Also ich glaube, er kann runter sofort gehen hier. Ah, dann wird... Das heißt, er kriegt die 10 Punkte schneller wie ich. Ich muss jetzt gucken, weil hier sind 20 Punkte auf dem Feld. Ich werde mir die jetzt erstmal hier holen. So, mal gucken, was er macht. Er holt sich wahrscheinlich auch diese 5 Punkte hier. Ja, genau, das meinte ich. Ah, das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Ich gehe jetzt natürlich hier vor. Da gibt es sowieso nochmal einen Punkt. Vielleicht braucht er auch nur eine Runde, um runterzukommen. Nee. Das ist mies gemacht. Das ist echt mies gemacht, dass die 2 Etagen runtergehen können, aber ich kann von hier nicht 2 hochgehen. Das ist böse. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr böse gemacht. Aber gut, dann müssen wir jetzt halt drum herum. Also, wir können es einfach machen. Wir müssen die halt besiegen. Boah, die haben jetzt schon 24 Punkte. Ja, heilige Scheiße, Alter. Ja, heilige Kacke, du. Okay, dann werden wir den jetzt erstmal hier bekämpfen hier. Weil wenn wir den weg haben, dann können wir uns diese 20 Punkte hier in der Mitte holen. Was hat der denn bitte für Digimon, Alter? Ja, heilige Scheiße, du.
Greatmon, Shirinmon und Rice Greymon. Alter Falter. Greifen wir erstmal das hier an. Also das ist ein bisschen überraschend, was der hier für Digimon hat. Haus der Reihe, meine Damen! Oh, ach so, die machen Doppelangriff. Ich dachte gerade schon. Ja gut, Hälfte verloren, das ist ganz okay. Ich muss gucken, wo... Ach, scheiße. Ja, greifen wir einfach nochmal so an. Ich muss halt gucken, wo meine Vorteile sind, aber das hat schon ein bisschen her eingesteckt, deswegen greifen wir lieber hier an. Jetzt wäre es ganz gut. Ja, sehr gut. Das müsste es eigentlich nicht überleben. Sehr gut. Also eins haben wir schon mal weg von dem. Die haben ja echt heftige Digimon, Alter. Oh, heilige Lichtstrahl und so. Ich habe fast Angst bekommen. Und die heilen sich jetzt nochmal ein bisschen, was eigentlich fast gar keinen Sinn macht, weil die gar nicht ihr Leben verloren haben, aber... Okay, kann man mal machen. Jetzt greift er nochmal an. Ja, lol. Soll er ruhig machen, meine Digimon sind sowieso stärker. Sprich, wir können ihn schneller besiegen, wenn er meint, mich nochmal angreifen zu müssen. Aber das ist vollkommen okay für mich. Das ist alles, finde ich, sexy. Greif mich ruhig an. Ich denke, wir sollten erstmal das hier angreifen. Das Rice Greymon, nicht, dass das hier weiter heilt und so ein Zeugs. Auch wenn es nicht wirklich viel ist, aber heilen ist nervig. Matadormon, hau raus! Ah, das war ein bisschen wenig. Ich hoffe jetzt bloß, dass ich hier mit dem Laser ein bisschen was reinhauen kann. Ja, Alter, Metall Seedramon ist einfach der Beste, wirklich. Der ist einfach echt der Beste bis jetzt. Nächste Runde hauen wir den weg und dann holen wir uns die Punkte. So, jetzt greifen wir ihn an, weil wenn wir da oben hochkommen und die Punkte holen, dann wäre das perfekt. Na, ja, das könnten wir sogar vielleicht in der Runde schaffen, wenn wir genügend Vorteile erschaffen können. Repamon. Also ich kenne das, aber ja, Strike Dramon kenne ich auch. Komm, wir hauen dieses komische Ding da weg, diese... Keine Ahnung, was das sein soll. So ein Schaf oder irgend sowas. Schaf mit Klingen oder so. So ein Fuchsschaf-Dings. Die haben alle keine Schwäche, Mann. Schwanzhammer. Och, wie süß ein Seedramon, ey. Ja gut, dann können wir dem wenigstens das weghauen. Boah, die Eisschleuder habe ich schon lange nicht mehr gesehen, Freunde. Könnt ihr euch noch an diese Parts erinnern, wo es noch die Eisschleuder gab? Das waren schöne Zeiten. Aber jetzt sind es bessere Zeiten. Ja, Freunde. Die Eisschleuder. Wenn er uns jetzt nochmal angreift, wäre es perfekt. Und was macht er? Er bleibt stehen, weil er genau weiß, dass er die Runde verkacken würde. So, jetzt gucken wir mal, was wir mit Metall Greymon, nicht Metall Greymon, War Greymon und Metall Garurumon machen können. Wie süß. Ja, Mann, die können beide angreifen, die haben sogar Schwäche. Bitteschön. Okay, Gatumon hat mehr eingesteckt wie dieses, Dings da. Tyrannomon, ich glaube Tyrannomon war es. Der da macht. Ja, moin. Okay, Gatumon ist schon mal weg. Jetzt mal gucken, ob er uns angreift nächste Runde, weil jetzt ist ja er gleich dran. Ich denke, er wird uns nicht angreifen, weil er weiß ganz genau, wenn er uns angreift, ist er am Arsch. Das wird er nicht machen. Das wird er nicht riskieren. Ich würde es toll finden, aber... Nee, wird er nicht. Sehr gut. Okay, ihn hauen wir jetzt weg hier. Wir haben eigentlich... Also, wir könnten Anfang nächste Runde gewinnen. Anfang nächste Runde haben wir eigentlich gewonnen. So, jetzt hauen wir erstmal dieses Shirin-David-Digimon hier weg. Ja, Shirin David, ich warte immer noch auf eine Nachricht von dir. Ich habe immer noch keine Nachricht bekommen. Du weißt, melde dich bei mir. Ich habe hier dein Digimon gefunden. Du willst es doch sicherlich wieder haben. Also Shirin David, ruf mich an. So, jetzt steht der schön wieder am Anfang. Ihn hauen wir jetzt auch weg. Also ich denke mal, wir könnten ihn weghauen. Gucken wir mal, ob wir es wirklich hinkriegen. So, mit Seedramon greife ich ganz zum Schluss sein komisches Schaf-Digimon da an. In dem Rest gehen wir auf das hier. Heiliger Schuss. So, dann gehen wir mit dem Hat er kein... Ist das sein Signature-Move, der Schwanzhammer? Ich denke schon. Oh, ich denke schon. Ist aber ein lamer Signature-Move, muss ich ehrlich sagen. So, mit Eisschleuder gehen wir auf dieses Digimon. Dann ist das hier schon mal wenigstens weg. Weil damit hätten wir das sowieso platt gemacht. Ich hoffe, dass der mal danach angreift, weil der wird jetzt wahrscheinlich... Wenn er jetzt wieder gleich dran ist, wird er mich wahrscheinlich nicht angreifen. Ich finde es ein bisschen schade, dass die einen nur auf Wall machen und nicht angreifen. So, damit sollten wir eigentlich fertig werden mit dem Tyrannomon. Ich meine, könnte knapp werden, wegen der Terra macht. Er macht nämlich nicht so viel Schaden bei ihm. Ah, scheiße. Großer... Moment mal. Verteilen durchdringender starker Neutralangriff auf einen Gegner. Ich glaube, wir machen das hier mal. Das könnte vielleicht das auch sein, Signature Move. Der hat nämlich zwei. Zack. Gut. Wenn er uns angreifen sollte, beziehungsweise in der nächsten Runde dann durch unseren Angriff vernichten. Die werden nicht angreifen. Die haben viel zu viel Angst. Guckt euch das mal an, wie die nur stehen bleiben.
So, die 5 Punkte holen wir uns schon mal. So, er geht wieder 2 Schritte vor. Soll er ruhig machen. Ihn besiegen wir jetzt, dann holen wir die 10 Punkte. Den kriegen wir auf jeden Fall down diese Runde. So, heiliger Schuss. Die werden gleich ihre ganzen Punkte verlieren. So, das ist schon peinlich, mit einem Schwanzhammer besiegt zu werden. Da ist Ankylomon aber stolz drauf. Das hast du gut gemacht, Ankylomon. Wir müssen jetzt eigentlich nur diesen hier besiegen. Uns fehlen noch 9 Punkte. Wenn wir den besiegen hier, haben wir das Feld. Mal gucken, ob wir es in der Runde hinkriegen. Es sollte eigentlich reichen, Freunde. Es sollte eigentlich reichen. Außer er tut es jetzt irgendwie abwehren. Ja, das sollten wir hinkriegen. Großer Tornado noch und dann sollte das reichen. Zack, komm. Ja, wir haben die Runde gewonnen. Das ist unser Sieg. Sehr gut, sehr gut. Gib mir die Punkte und wir haben damit gewonnen. Easy peasy lemon fucking squeezy. Yeah, Mann. Mann, bin ich stolz. 26.000 Punkte, Alter, noch dazu. So gefällt mir das, Freunde. Mist, ich wusste nicht, dass Hoodie auch hilft. Tut mir leid, Hugo. Ach, jetzt ist der Weg frei. Ausgezeichnet, so erwarte ich das von der Ex-Legende und seinem Schützling. Gehen wir weiter. Los, Rebels. Hey, warte. Sie haben uns wieder abgehärtet. Ihr Enthusiasmus ist wirklich beeindruckend. Das erinnert mich daran, als ich diesen Server mit Gamma infiltriert habe. Ich habe die Sicherheitsmaßnahmen schon einmal überwunden, aber irgendwas stimmt hier nicht. Nein, wir haben jetzt keine Zeit, in Erinnerung zu schwelgen. Wir müssen weiter. Okay, Freunde, das hätten wir auf jeden Fall geschafft. Das ist schon mal schön zu wissen. Ich speichere lieber schon mal ab. Nicht, dass wir, wenn wir drüben irgendwie sind, verrecken, dass wir den Kampf nochmal machen müssen. Das wäre nämlich ein bisschen doof. So, dann gehen wir mal rüber. Wir haben erst einen Speicher abgefunden. Belastend. Verflixt, wir haben Nokia komplett aus den Augen verloren. Ryuji. Safe, was hast du hier zu suchen? Ich habe doch gesagt, du sollst bei Erika bleiben. Wir sind gekommen, um dich aufzuhalten. Wir beide. Hast du es noch nicht bemerkt, Ryuji? Die Fallen hier sind viel zu einfach. Als wir das hier damals gemacht hatten, hat es richtig lange gedauert, richtig? Da ist irgendwas faul. Wir sollten lieber... Jemanden von einem anderen Team höre ich nicht zu. Was, du Trottel? Ich wechsle das verfluchte Team nicht. Ich habe mich nur hierher geschleppt, weil du gesagt hast, wir gingen nach unter Null. Niemand hat dich gebeten, mitzukommen. Ich wollte dir das immer schon sagen, aber weißt du was? Genau das gleiche hast du auch mit Sanada gemacht. Immer schubst du die Leute von dir weg. Du warst es. Du bist der Grund, aus dem er nie zu uns zurückgekehrt ist. Du bist der Älteste von uns, aber du benimmst dich wie ein verzogenes Kind. Das hat nichts mit Sanada zu tun. Egal, ich hab's dir doch gesagt. Ich sage mit mir von Kishibi los. Kishibi hat mich aufgetragen, unter Null zu bewachen. Erikas Leben hängt davon ab. Wenn ihr mich wirklich aufhalten wollt, dann stellt euch auf einen Kampf ein. Ach ja, ich wusste ja, dass du dich komisch benimmst, aber das hätte ich dir nicht zugetraut. Krieg dich endlich ein, du Depp. Gleich gehen die zwei aufeinander los. Ich muss etwas unternehmen. Ich weiß, dass Chitose es nur gut meint und dass er eigentlich nur das Beste für Ryuji will. Deswegen werde ich Ryuji aufhalten. Ich stelle mich auf Chitoses Seite. Ich muss Ryuji aufhalten. Du. Danke, Mann. Aber hör mal, Ryuji ist stark. Sei auf der Hut. Hä? Du nennst ihn stark? Hast du meine Digimon mal gesehen? Oh, er hat einen Quadramon in grün, einen Cyberdramon, einen Dorumon. Oh, da habe ich jetzt aber Angst. Er soll nur um die Ecke kommen, Mann. Ich klatsche ihn weg mit meinem Digimon-Peitsche, Mann. So, sein Core-Dings da hauen wir schon mal weg. Komm, One-Hit, komm. Na, okay. Halber One-Hit. Halber One-Hit. So, Matador-Mann, hau raus, komm schon. Ich bin stolz auf dich. Ja, die Hälfte abgezogen, sehr gut, so muss das sein. So, Energiefloß, komm, das haust du komplett weg jetzt. Oh, schade, aber wenigstens über die Hälfte bei allen drei Digimon weg. Von daher, ich bin vollkommen zufrieden, Freunde. Ich bin zufrieden. Das ist, so kann man es, besser geht es eigentlich gar nicht. Der Züse-Angriff. Alter, was war das denn? Sollte so ein Michael Jordan-Move gewesen sein, so Basketball.
Ohne Spaß, den kann man so einen Basketball in die Hand da gerade in den Angriff rein photoshoppen. Das wird aussehen wie so ein Michael Jordan-Sprung oder so. So, Matador, mal bitte weitermachen. Sehr gut. Erst Digimon ist schon mal weg. Er denkt jetzt auch nur so, fuck, Bro. So, jetzt hauen wir sein bestes Digimon weg. Zack, weg. Keine Gnade für ihn, wirklich keine Gnade. Und das hauen wir ebenfalls weg. Den zerteilen wir in zwei. Boom, Alter. Hat er noch mehr? Nö, hat er nicht. So, was haben wir bekommen? SP-Spray und Dunkeldeckung DX. Na gut, du hättest auch ruhig einen Speicher abgeben können, aber du alter Geier, dann eben nicht. So ein Geier. Hast du dich nun beruhigt, du sturer Bock? Warum tust du das, wenn ich nicht mache, was Kishibe sagt? Du weißt doch, was dann aus Erika wird. Ryuji, Erika, bitte hör dir das an. Ach, läuft ja alles wie am Schnürchen. Du hast sie alle wunderbar aufgewiegelt. Jetzt kommt es auf sie an. Ich senke das Sicherheitsniveau ein wenig, um ihnen ein Erfolgserlebnis zu bescheren. Jetzt sollten sie ohne weiteres ans Ziel kommen. Kishibe. Hey, könnte das bedeuten unter Null? Ich glaube ja. Ich habe die Schadsoftware benutzt, die ich auf Kamishiros Server geschmuggelt habe, um Kishibes Terminal zu hacken. Es gibt Spuren, die auf eine riesige Datenmenge und unter Null hindeuten. Und Kishibes Fingerabdrücke sind überall auf dem Valhalla-Server. Bleib von dem Kern weg. Er ist bestimmt mit einer Falle gesichert. Verflucht. Nokia und die anderen werden als Erste ankommen. Hey, ich kann sie nicht erreichen. Die digitale Welle. Hauptrechner. Steigt an. Komm, hören. Erika! Verflucht, wir müssen sie warnen. Safe, warte. Freunde, ich muss mich ein bisschen räuspern. Stimme ist ein bisschen angeschlagen zurzeit. Gut, Erika hat auf jeden Fall uns jetzt eine Warnung gegeben, Freunde. Das ist schon mal schön zu wissen. Jetzt muss ich nur gucken, ob wir hier irgendwo Items kriegen. Was ist denn eigentlich hier? Meine Lieben sind so geschwächt, wenn ich versuche weiterzukommen, ist das unser Ende. Bla, 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 bla. Okay, Freunde, ich denke, wir machen erst den nächsten Part weiter hier. Werden wir jetzt einfach hier schon abbrechen und den restlichen Teil des Valhalla-Server werden wir dann im nächsten Part machen. Sind ja jetzt knapp 40 Minuten, die wir hier aufgenommen haben. War auf jeden Fall ziemlich interessant. Ich bin mal gespannt, was jetzt mit Nokia passieren wird, auch mit Erika und Ryuji, wie sich das Ganze jetzt mit Kishibe und Kamishiro Enterprise hier aufklären wird. Ich denke mal, in den nächsten Parts werden wir da ein bisschen mehr erfahren. Alles ist hier gerade ziemlich on fire, Freunde. Deswegen schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Seid fleißig in den Kommentaren. Daumen nach oben ist sowieso gerne gesehen. Unterstützt auch wirklich sehr. Ist eine Arbeit von 2 Minuten, Freunde. Deswegen unterstützt mich damit bitte gerne. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.